Hallo und herzlich willkommen bei Kranich Solar Webinar. Mein Name ist Katharina Wolf und ich habe heute hier den Patrick Behrendes zu Gast von SolarEdge. Hi Patrick. Hi Katharina. Was hast du uns denn heute mitgebracht für ein Thema? Ja, das Thema ist heute SolarEdge Smart Energy. Also ich stelle heute die Produkte im Bereich Smart Energy vor und habe auch gleichzeitig konkrete Anwendungsfälle, die wir besprechen werden, wie ich die dann wirklich im Detail umsetzen kann. Und genau, das habe ich heute dabei. Sehr schön, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Genau, ich habe jetzt noch eine kleine Information für alle Teilnehmenden, die öfter dabei sind, wissen es schon. Die Dokumentation zum heutigen Webinar finden alle unter der Rubrik Unterlagen. Dazu einfach das Bedienpanel einblenden und dann unter dem Reiter Unterlagen findet sich die PDF zu der Präsentation. Die sehr, sehr gerne runterladen. Wir senden sie im Nachgang nicht zu. Genau, wenn es Fragen gibt, gerne jederzeit in den Chat stellen. Wir werden sie entweder im Hintergrund beantworten oder wenn es Fragen gibt, die für alle relevant sind, werden wir die im Anschluss nochmal in einer kleinen Fragerunde beantworten. Und da gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, für alle Fragen zu stellen. Genau, das wäre es von meiner Seite. Dann übergebe ich das Wort an dich, Patrick, und wünsche allen viel Spaß. Super, vielen Dank für die Einleitung. Ja, also mein Name ist Patrick Behrendes. Ich bin heute hier der Präsentator. Also ich präsentiere heute das Thema rund um die SolarEdge Smart Energy Produkte und habe dazu spannende Informationen auch mitgebracht. Wir gehen heute im Allgemeinen auf das Thema Smart Energy ein, was SolarEdge da hat, aber auch im Speziellen. Bedeutet also, dass wir wirklich sehr konkret auch in die Themen reinspringen und ich euch zeige, wie man es dann nachher auch wirklich umsetzt. Als kurzen Vorgeschmack und das, was wir heute wirklich in den einzelnen Punkten besprechen werden, habe ich einmal hier auf die Agenda geschrieben. Also einmal geht es natürlich darum, dass ich euch das, ich sage jetzt mal, gesamte SolarEdge Home System als Gesamtsystem vorstelle, was wir da, ich sage jetzt mal, neben den Smart Energy Produkten natürlich auch im Gesamten noch anbieten. Dann, warum überhaupt Smart Energy und Sektorenkopplung? Da sprechen wir ganz kurz dazu. Was sind eigentlich die Benefits, die Vorteile für den Endanwender? Dann natürlich ein bisschen Basiswissen noch rund um das SolarEdge Home Netzwerk. Das ist also eine neue drahtlose Netzwerktechnologie, die wir da vor einigen Jahren etabliert haben. Da werden wir darauf zu sprechen gehen. Dann gibt es noch so ein paar Themen rund um die vielfältigen Schnittstellen. Also welche Schnittstelle brauche ich für welchen Wechselrichter? Wir haben ja mittlerweile auch viele Jahre und viele Generationen an Wechselrichtern einfach im quasi Bestand. Und da ist immer auch kommt immer die Frage, auf welche Schnittstelle konkret brauche ich denn, um halt eben den Wechselrichter Home Netzwerk fähig zu machen, um dann halt eben die Smart Energy Produkte einzusetzen. Und dann habe ich auch die konkreten Anwendungsfälle für euch dabei. Also für solares Heizen. Da gibt es einmal die Lösung mit einem Heizstab und einmal mit der Wärmepumpe. Und dann nochmal konkrete Anwendungsfälle für den Bereich intelligente Verbrauchersteuerung. Starten wir mit dem SolarEdge Home und mit dem Gesamtsystem. Und das, was ihr hier auf dieser Folie seht, das sind, ich sage jetzt mal im unteren Bereich, auf Englisch jetzt Load Controls. Das sind eigentlich diese Smart Energy Geräte, die wir heute dann nochmal im Detail durchsprechen werden. Und was wir heute nicht konkret durchsprechen werden, aber was ich schon mal ein bisschen ankündigen kann, das ist das Produkt im unteren Bereich. Das seht ihr hier. Das ist der SolarEdge Home. Hier heißt er noch Local Controller, aber der wird dann SolarEdge One Controller heißen. Das ist unser zukünftiges Produkt, was also kurz vor Markteinführung auch steht, was in der Lage sein wird, dann auch nochmal Drittanbieter einzubinden über eine EE-Bus-Schnittstelle oder beispielsweise über ein OCPP-Protokoll, um beispielsweise Drittanbieter im Bereich Ladestation auch noch mit einzubinden. Also es ist ein spannendes Produkt. Das ist heute nicht Bestandteil dieser Präsentation, aber da könnt ihr euch natürlich gerne bei uns auf der Webseite auch nochmal näher informieren, wenn euch das interessiert. Konkreten geht es heute um beispielsweise einen Warmwasser-Controller oder halt eben unsere Lastschaltgeräte, die wir da noch haben. Wir haben natürlich sozusagen, was das Produktportfolio angeht, im Bereich Residential Systeme, also all das, was im Bereich Hausdachanlagen stattfindet, das seht ihr einfach hier auf dieser Folie. Also sind es Ladestationen, sind es natürlich passende Wechselrichter mit passenden Batteriespeichern,
ob das Hybrid-Wechselrichter sind, ob das normale PV-Wechselrichter sind, ob das Ersatzstromlösungen sind. All das haben wir im Sortiment. Natürlich im Kern immer unsere Leistungsoptimierer auf dem Dach mit auch Smart-Modulen von uns, wenn das gewünscht ist. Und das alles natürlich in einer, ich sage jetzt mal, ja, drahtlosen Umgebung. Das ist eben dieses sogenannte SolarEdge Home-Netzwerk, was wir da immer mehr auch etablieren bei den Kunden zu Hause. Genau, und weil ich das eingangs auf der Agenda auch drauf hatte, warum überhaupt Smart Energy? Und ich glaube, das ist klar. Ich denke, da muss ich wenig zu sagen. Die von euch, die da schon länger im Geschäft sind, die wissen das natürlich, dass Kunden natürlich immer mehr und mehr danach streben, dass das, was ich zu Hause mit meiner PV-Anlage erzeuge, eben nicht ins Netz einzuspeisen, weil das bringt halt einfach, ne, wenig Vorteil. Ich bekomme eine kleine Einspeisevergütung. Deswegen schaut man, dass diese überschüssige PV-Energie einfach auch mehr genutzt wird. Und jetzt muss ich halt, die große Herausforderung ist natürlich dann jeden Tag, ne, weil natürlich die Sonne jeden Tag ein bisschen anders scheint und das Verbrauchsprofil auch jeden Tag immer ein bisschen anders ist, dass eben das, was eben links und rechts neben der Erzeugungskurve der Photovoltaikanlage halt eben noch verbraucht wird, dass ich das möglichst irgendwie hier in diese überschüssige Energie reinbekomme. Und das ist einfach mit dem Bild auf der linken Seite ohne Smart Energy gemeint und auf der rechten Seite eben mit Smart Energy. So, was sind die Vorteile für euch als Installationsbetrieb? Klar, also wenn ihr einen Kunden habt, der sich für das Thema Eigenverbrauchsoptimierung jetzt im Generellen interessiert, dann macht das natürlich Sinn, gleichzeitig auch noch die Produkte, die wir im Portfolio haben, mit anzubieten. Ne, also dem Kunden einfach die Möglichkeit zu geben, über einem Warmwassercontroller beispielsweise nochmal den Heizstab mit anzusteuern, um dann halt eben die überschüssige Energie für das Heizen noch zu nutzen. Und das bedeutet für euch halt eben natürlich dann auch pro Kunde einen höheren Geschäftsumsatz, weil ihr natürlich damit dann einfach auch viel mehr Produkte nochmal pro Kunde einfach reinverkaufen könnt und wir die halt letztendlich auch im Sortiment haben. Ne? Also ihr müsst da nicht auf Drittanbieter gehen und dafür möglicherweise Schnittstellen oder sowas sorgen, sondern wir haben das quasi alles in einem Ökosystem drin. Bei installierten SolarEdge-Systemen, die ihr schon im Bestand habt, ist das auch ganz charmant, dass ihr natürlich jetzt, wenn ihr schon eine, ich sage jetzt mal, gewisse Historie habt, auch mit uns, dass ihr sagen könnt, hey, bei den älteren Systemen, da macht das ja genauso Sinn. Ne? Also die Anlagen laufen ja schon jahrelang im Bereich Eigenverbrauch. Und auch da kann man natürlich, wenn sich da ein Kunde auftut, der jetzt sagt, hey, ich habe jetzt mein Haus modernisiert, ich habe mir jetzt beispielsweise eine Wärmepumpe zugelegt und möchte die jetzt intelligent steuern, dann lässt sich das natürlich jetzt auch in Verbindung mit einem SolarEdge-System dann eben super umsetzen, ne, weil wir da passende Produkte haben. Und ein dritter Punkt, das ist vielleicht ein etwas weicherer Punkt, aber ich finde den mitunter auch wichtig, dass man natürlich sich mit diesem Thema Smart Energy dann auch immer mehr auch auskennt, ja, und da einfach auch immer mehr diese ganzen technologischen Veränderungen, die es ja mit der Zeit dann auch eben gibt, dass man da mit dem Trend auch geht, weil wenn ihr einfach immer up to date seid, was das angeht, seid ihr natürlich auch für Kunden auch immer ein gefragter Ansprechpartner und könnt das natürlich dann auch für euch dann und für euer Geschäft nutzen. So, und welche Produkte gibt es jetzt konkret? Also insgesamt sind es 4 Produkte, die wir anbieten. Teilweise einfach noch nicht lieferbar haben, aber das hat dann wirklich tatsächlich nochmal andere Gründe, weil es da einfach mit Vorlieferanten, aber auch mit einer internen Priorisierung von gewissen Projekten einfach dazu geführt hat, dass gewisse Produkte hier noch nicht verfügbar sind, aber ich werde das gleich ganz konkret sagen. Also im Prinzip sind es 4 Stück. Einmal der Warmwassercontroller, die sogenannte SolarEdge Home Steckdose, dann gibt es den sogenannten Home Schalter und Home Schaltkontakt. Also wenn ihr jetzt bei Kranich beispielsweise auch im Webshop unterwegs seid und immer mit diesem Home Begriff sucht, dann solltet ihr das eigentlich auch immer ganz gut finden. Also dieser Begriff Home bei unserer Produktbezeichnung bezeichnet sozusagen immer, dass das Produkt für den Residential Bereich ist, also für die klassische Hausdachanlage. Ja, also da könnt ihr das auch so ein bisschen immer eingrenzen. So, und wofür ist jetzt welches Produkt? Auch mal ganz kurz hier zusammengefasst. Also der Warmwassercontroller ist logisch für die Ansteuerung eines Elektroheizstabs bis
3 kW Leistung. Ich werde das gleich noch mal ein bisschen im Detail erklären. Wir von SolarEdge liefern den Warmwassercontroller als, ja, Controller als Regelungstechnik, aber nicht den Heizstab. Kranich hat da sicherlich im Webshop dann auch die Pakete so zusammengestellt, dass immer ein passender Heizstab gleich als Paket auch angeboten werden kann. Also das für euch nur nochmal zur Einordnung. Also wir liefern nicht den Heizstab, das wird manchmal ein bisschen missverstanden. Wir liefern diesen Controller und der Heizstab kann dann von einem anderen Hersteller sein, aber das ist dann auch nicht so entscheidend. So, dann gibt es die sogenannte Home-Steckdose und den Home-Schalter. Beide haben funktional, machen dasselbe. Also sie schalten quasi eine Last direkt. Der einzige Unterschied ist einfach hier, dass bei dem einen Gerät sozusagen das vorbereitet ist für Anschluss eines CE-Steckers. Also wo ich also einen ganz normalen Verbraucher halt mit einem CE-Stecker wie in einer Steckdose einfach einstecken kann. Und bei dem Home-Schalter auf der rechten Seite ist es also sozusagen für die Installation in einem, ja, üblicherweise Zählerschrank. Dann kann ich sozusagen diesen Deckel aufmachen und kann auf dem Home-Schalter dann auch meine Verdrahtung vornehmen. Also das ist eigentlich der Unterschied, aber beide machen dasselbe. Beide schalten aktiv eine Last und messen gleichzeitig aber auch den Verbrauch. Also es wird gleichzeitig auch eine Verbrauchsmessung findet auch statt, ja. So, und zu guter Letzt haben wir dann nochmal den Home-Schaltkontakt auf der rechten Seite. Und der Home-Schaltkontakt ist für eine Ansteuerung in der Regel einer Wärmepumpe, um ein Steuersignal auf eine, in dem Fall jetzt, ne, Regelungsplatine, ne, einer Wärmepumpe zum Beispiel eben zu geben. Also das ist dafür da, um halt so eine initiale Ansteuerung zu geben, um zu sagen, hey, jetzt habe ich genug Photovoltaik-Überschuss und jetzt soll bitte der und der Verbraucher in sein nächstes Programm gehen, in sein PV-Programm gehen und dann wird beispielsweise so eine Wärmepumpe dann halt eben in einen anderen Modus gebracht werden. Genau, das sind also die letztendlich 4 Produkte. Was wirklich als Highlight immer hier sehr gut ist, ist, dass sowas sich natürlich automatisiert dann auch regeln lässt, also und auch steuern lässt und einstellen lässt. Das heißt also, so ein System muss man einmal programmieren als Endbesitzer. Über die MySolarEdge-App ist das dann. Ne? Das ist ja die klassische App, die der Hausbesitzer dort hat. Und dann ist dieses System einmal eingestellt und arbeitet dann ja mehr oder weniger automatisiert. Ich kann natürlich immer da eingreifen. Ja, dann natürlich modulares System. Das bedeutet also, man kann hier immer auch sagen, wenn ich heute erstmal eine Steckdose nehme und dann vielleicht in einem Jahr dann nochmal eine Steckdose dazu nehme und nochmal, dann lässt sich das natürlich alles modular aufbauen. Da ist man also, was das angeht, nicht begrenzt. Und es ist natürlich nutzerfreundlich, logisch. Ne? Gerade das, was ich gerade erwähnt habe, ist, der Endbesitzer, also der Hausbesitzer, ist nachher in der Lage, mit der MySolarEdge-App diese ganzen Gerätschaften einzustellen. Da muss dann nicht irgendwie der Installateur wegen jeder Änderung einer Einstellung dann nochmal eingreifen, sondern das wird natürlich dann über die MySolarEdge-App gemacht. So, und was man nicht vergessen darf, und das ist sicherlich für viele mittlerweile auch ganz üblich und ganz klar, und da gibt es sicherlich auch ganz, ganz wenige Systeme da draußen, nur noch die ohne einen Energiezähler arbeiten. Aber gerade für vielleicht auch ältere Systeme, die damals einfach noch keinen Energiezähler gebraucht oder nicht gebraucht haben, aber die das einfach nicht für notwendig empfunden haben, die noch keinen Energiezähler haben, die brauchen natürlich einen Energiezähler für die Messung des Verbrauchs, weil das ist ja so gesehen ganz logisch. Ich kann ja nur intelligent auch einen Verbraucher hinzuschalten, wenn ich weiß, was habe ich wirklich für einen PV-Überschuss. Ja, und diesen PV-Überschuss kriege ich ja nur raus, wenn ich weiß, was habe ich für einen aktuellen Verbrauch und was habe ich für eine aktuelle PV-Leistung und was ist sozusagen ein Überschuss, was ins Netz geht. Ja, deswegen ganz wichtig, wenn ihr Smart Energy Produkte bei Kunden verkauft, denkt immer daran, ich brauche immer den Zähler, weil ich brauche immer eine Errechnung des Überschusses und das kann ich halt nur mit einem Home-Energiezähler hier machen. Den kennt ihr ja mittlerweile, den gibt's ja auch schon ein bisschen länger und das ist ja sozusagen der Zähler für eine direkte Messung. Ich schließe also hier wirklich alle 3 Phasen an, den N noch dazu und lasse den sozusagen im Zählerschrank direkt, lasse ich die Phasen darüber laufen und habe jetzt nicht mehr diese Stromwandler, die ich da zusätzlich habe. Das würde damit auch gehen, ne? Also auch unser Modbus-Zähler, unser älterer Modbus-Zähler mit den Messwandlern, auch das ist natürlich für eine Energiezählung hier möglich, ne, um dann halt Smart Energy zu nutzen.
Bei dem neuen Home-Energiezähler oder Inline-Zähler, wie man es jetzt auch manchmal, ne, je nachdem, wie man das manchmal so liest oder wie es geschrieben steht, das beides dasselbe Produkt, gibt es zwei Kommunikationsarten, die ich umsetzen kann. Also ich kann entweder drahtgebunden, das ist die untere Kommunikationsart, die dann doch häufig immer noch genutzt wird, weil man das vielleicht auch aus der Gewohnheit so macht, ne, weil der damalige Energiezähler oder der auch jetzige Modbus-Zähler, der lässt sich ja auch über ES4.5 nur kommunikativ einbinden in das System. Und das würde auch mit dem Produkt gehen. Also auch hier lässt sich das über ES485 umsetzen. Aber, und das ist vielleicht schon mal so ein bisschen auch dieser Vorgeschmack und so ein bisschen auch, dass ihr auch immer mehr damit zukünftig auch zu tun haben werdet, haben wir uns bei dem Produkt schon dazu entschieden. Und das ist die Kommunikationsoption 1 oben, dass es auch möglich ist, den Zähler drahtlos mit dem SolarEdge-Wechselrichter kommunizieren zu lassen. Sowas ist möglich. Sowas ist möglicherweise auch ohne eine zusätzliche Antenne möglich, wenn die Produkte relativ nah beieinander sind, weil dann die Reichweiten auch passen. Ich werde gleich noch mal ein bisschen was zu dem Thema auch Reichweiten sagen. Aber wenn das nicht hilft, dann kann man natürlich immer auch den Inline-Zähler auch mit einer kleinen Antenne noch ausstatten. Dann kann man die Antenne aus dem Zählerschrank rausführen. Und dann bin ich in der Lage, drahtlos mit dem Wechselrichter zu kommunizieren. Und das ist mitunter manchmal wirklich von Vorteil, weil es gibt halt Situationen, wo es unmöglich ist, nochmal ein Kabel zu legen oder mit viel Aufwand nur möglich ist, ein Kabel zu legen. Und dieses Home-Netzwerk ist dann einfach praktisch, weil dann lässt sich einfach der Wechselrichter mit dem Zähler verbinden. Es gibt sogar Wechselrichter von uns schon, die haben das Home-Netzwerk auch gleich schon integriert, zum Beispiel der aktuelle RWB48-Wechselrichter. Der hat das gleich vorbereitet und da ist gleich die Antenne vorbereitet und das ist alles dann schon da sehr, sehr entspannt machbar. Okay, jetzt ein bisschen was zum Basiswissen zu Home-Netzwerk. Und ich habe es ja eingangs auch schon erwähnt, wir sind ja sozusagen jetzt schon seit, ich glaube, über 2 Jahren mit unserem Home-Netzwerk am Start und haben das also auch schon in vielen Anwendungen auch dann implementiert. Der Vorgänger, wenn man so möchte, war das Zigbee-Netzwerk. Also sowas gab es ja in der Vergangenheit auch immer noch. Das ist jetzt, wenn man so will, einfach das Nachfolgenetzwerk. Und wichtig für euch natürlich ist auch zu wissen, wenn ihr ältere Wechselrichter habt oder auch aktuelle Wechselrichter, die aber das Home-Netzwerk noch nicht integriert haben, dann ist diese Folie einfach Gold wert, weil hier steht sozusagen alles drauf, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen Kunden habt, der möglicherweise aus, ich weiß nicht, 2019 ist, ja, und der noch einen, ich sag jetzt mal, älteren Wechselrichter hat, sogar noch mit Display. Dann gibt es für jeden Case hier, also für jeden Fall, gibt es ein passendes Umrüstset, ne? Oder einfach eine passende Schnittstelle. Ja, also gerade bei den älteren Wechselrichtern, die ein Display haben, da ist es mitunter so, dass man da tatsächlich schauen muss und meistens dann das dazu führen muss, dass man da eine Schnittstelle austauschen muss. Aber auch das ist kein Problem. Diese Schnittstellen verkaufen wir auch über Kranich und das kann man sich dann entsprechend, je nachdem, was ich hier für eine, das kann man anhand der Partnummer sozusagen, kann man sich das kann man das erkennen, was ich da brauche. Es gibt da auch noch ein konzentriertes Dokument zu, wo man auch wirklich alle Details nochmal stehen hat. Also das ist jetzt wirklich ein bisschen vereinfacht auf dieser Folie dargestellt, aber da kann man das dann wirklich im Detail nochmal anschauen. In der Regel ist es so, wenn ihr jetzt wirklich aktuelle Geräte habt, dann ist es immer meist ganz links hier diese Schnittstelle, die wird dann einfach auf die Platine mit draufgesteckt. Das erkennt ihr dann halt, je nachdem, was ihr für eine Partnummer habt, aber das ist eigentlich aktuell, sind die aktuellsten Partnummern. Und dann braucht man einfach diese Schnittstelle. Hier oben, das ist die Artikelnummer zu dieser Schnittstelle. Die wird dann dazugelegt und dann lässt sich das auf Home-Netzwerk eben aufrüsten, der jeweilige Wechselrichter. Man sieht jetzt auch hier an den Produktbildern, hier ist nicht der RWB48 drauf, weil halt eben der RWB48 schon diese Schnittstelle integriert hat. Das heißt, die braucht ihr doch gar nicht. Also das ist dann schon sehr, sehr praktisch. Genau, und jetzt mal zu den einzelnen Beispielen. Also ich habe euch jetzt mal so ein paar Beispiele mitgebracht, also so ein Systemaufbau auch mit älteren Wechselrichtern mal gezeigt oder halt eben ein Systemaufbau mit neueren, aktuelleren Geräten. Also grundsätzlich ist es mal bei einer klassischen SolarEdge-Anlage und das ist jetzt ein klassischer PV-Wechselrichter, der jetzt hier genommen wurde. Also kein Hybrid-Wechselrichter, kein Anschluss einer Batterie, sondern wirklich ein ganz einfacher
PV-Wechselrichter, dann ist da so, dass man hier auf der linken Seite jetzt eben diese sogenannte Home-Netzwerkschnittstelle sieht, die man jetzt in dem Fall braucht. Und auf der rechten Seite hat man halt eben hier die einzelnen, ich mache mal hier das kleine Fenster zu, hat man hier die einzelnen Produkte und die einzelnen Anwendungsfälle, die ich jetzt hier möglicherweise habe. Eins von denen oder mehrere von denen, das ist dann einfach so, was der Kunde halt eben da gerade braucht. Und was ich ja eben erwähnt habe, wichtig dabei ist immer der Energiezähler, der dabei sein muss, damit ich einfach hier diese Überschussmessung machen kann und natürlich die Home-Netzwerkschnittstelle, die dann noch dazu, die passende, die ich dann eben dazu brauche. Und um es da wirklich sehr einfach für euch zu machen, habe ich das alles jetzt nochmal mit passenden Artikelnummern auch versehen, dass ihr also sozusagen, wenn ihr euch die Unterlagen, und die könnt ihr euch ja direkt jetzt auch hier runterladen, ne, die haben wir als PDF hochgeladen, könnt ihr diese Unterlagen nehmen, könnt ihr euch die anschauen, könnt euch die Artikelnummern euch anschauen, was ihr dann braucht, dann könnt ihr auch die Artikelnummern einfach kopieren, in den Webshop eingeben und dann findet ihr die passende Artikelnummer. So, das ist jetzt ein aktuelles, würde ich sagen, aktuelles Gerät, ne, also eben ohne Display. Wir liefern ja mittlerweile nur noch ohne Display aus. Es gibt aber auch ältere Wechselrichter und da ist es dann halt eben hier ein Wechselrichter, den ich mal genommen habe mit Display. Und da wäre dann natürlich ein entsprechendes Umrüstkit erforderlich. Das ist dann hier unten nochmal gekennzeichnet. Ist es ein HD-Wave-Wechselrichter mit LCD-Display oder ist es ein RW0-Wechselrichter, so heißen die bei uns, also wirklich diese kleineren dreiphasigen Wechselrichter, dann brauche ich halt nochmal eine andere Schnittstelle. Ja, also ich habe es wirklich versucht, Step by Step, je nachdem, was man da hat, euch das zur Verfügung zu stellen, damit das einfach eindeutig ist und unmissverständlich. Klar, dann gibt es natürlich die Hybrid-Wechselrichter und da haben wir ja weiterhin auch noch unseren sogenannten Storage-Dreiphasen-Wechselrichter, also unseren RWS-Wechselrichter. Und der RWS-Wechselrichter ist eine kleine Besonderheit, den gab es auch in zwei Ausführungen. Also den gab es einmal in einem sogenannten ZF-fähigen Wechselrichter, der dann eben eine in seiner Partnummer das BN-Kürzel drin hatte. Es gab aber auch Home-Netzwerkfähige Wechselrichter. Das war dann schon mal wieder eine andere Kommunikationsschnittstelle und die hieß dann, hat dann in der Partnummer BE. Ja. Ich weiß, das wirkt jetzt vielleicht einigermaßen kompliziert, aber das ist es am Ende gar nicht, sondern das BE steht dann eigentlich für diese Home-Netzwerkfähigkeit, also das ist ein Home-Netzwerkfähiger Wechselrichter, das ist dann nochmal eine leicht andere Kommunikationsplatine. Und der ZF-fähige Wechselrichter ist dann dieses BN. Je nachdem, was ich da habe, nehme ich dann die passende Home-Netzwerkschnittstelle. Der Zähler ist ja bei einem Hybrid-Wechselrichter schon mit verbaut, weil ich habe ja einen Energiespeicher, entweder von BYD, LG oder unseren eigenen. Und dann bin ich in der Lage, dann mein passendes Smart Energy Gerät hier zu nehmen und kann das dann halt eben entsprechend ausstatten. So, und zu guter Letzt, den kennt ihr, den aktuellen Home Hub Wechselrichter RWB48. Und da ist das Charmante dabei einfach, ich muss hier tatsächlich nichts nachrüsten. Also die Home Netzwerk Schnittstelle, die ist sozusagen im Gerät schon integriert. Da haben wir uns das direkt für euch haben wir es so angepasst, dass ihr da nichts nachrüsten müsst, sondern dass das Gerät direkt mit dieser Home-Netzwerkschnittstelle eben ausgeliefert wird. So. Und dann auch da wieder, der Energiezähler ist immer vorhanden, weil es ist ja ein Speichersystem. Und dann könnt ihr wieder eure entsprechenden, Produkte, die ihr dann im Smart Energy Bereich haben wollt, könnt ihr euch dann aussuchen. So. Und um es jetzt mal ganz typisch, also ganz, ganz konkret zu machen, nicht ganz typisch, ganz konkret zu machen, habe ich euch mal ein paar typische Anwendungsfälle mitgebracht. Das sind nur Beispiele. Beispiele, die in meiner Zeit einfach immer mal aufgekommen sind, die man einfach mal, wenn man sie dann wieder hört, vielleicht auch einem wieder einfallen und sagen, stimmt, ne, da habe ich letztens einen Kunden gehabt, der hat genau diesen Anwendungsfall gehabt oder der das auch konkret so umgesetzt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal so ein paar Sachen durch und dann habe ich euch das auch wirklich so konkret aufgebaut, dass ihr genau wisst, wenn das nächste Mal der Kunde anruft und er braucht eine Smart Energy Schnittstelle für eine Wärmepumpe, dann mache ich das so. Also machen wir mal den ersten Fall und das ist sicherlich, ja, ich würde nicht sagen, ein ungewöhnlicher Fall, aber es ist ein Fall, den man halt sicherlich zumindest mal so andeuten kann. Ja, ich auch mal aufgeschnappt habe, weil das einfach auch mal Thema war, und zwar der Anwendungsfall E-Bike. Ja, ich weiß, E-Bikes, ne, und ihr wisst ja auch, ne, die werden immer beliebter.
Und E-Bikes haben natürlich eben einen kleinen Akku, wenn auch, ne, also keinen großen, aber einen kleinen Akku halt eben, den ich auch in ja, verbinden kann mit einem Smart Energy Produkt, um da halt eben den Akku des E-Bikes einfach eben zu den Zeiten zu laden, wenn ich halt Überschuss habe, dann würde das hier möglich sein, eben über eine Home Smart Steckdose, die ich jetzt hier nutzen kann. Ich muss dazu sagen, diese Home Smart Steckdose, ich habe das jetzt eben in der Vorstellung nicht ganz konkret erwähnt, aber das ist noch ein Produkt, was noch nicht verfügbar ist, ne, was wir einfach noch in der Priorisierung ein bisschen nach hinten gestellt haben. Das ist einfach, hat einfach den Grund, weil wir gesagt haben, wir haben gerade andere Projekte noch bei uns, die wichtiger sind. Also diese Steckdose ist jetzt einfach mit einer Lieferzeit versehen. Ihr könnt aber alternativ auch sagen, ich nehme einen Home-Schalter. Wir haben ja eben gelernt, das sind ja beides dieselben Funktionalitäten und macht es dann einfach so, dass ich mir vielleicht eine kleine Steckdose ab meinem Zählerschrank mit diesem Home-Schalter einfach verdraht und dann habe ich sozusagen eine Steckdose unten neben meinem Elektro-Zählerschrank, die dann halt einfach intelligent geschaltet werden kann. Und wenn ich dann von meiner Fahrradtour heimkomme und mein E-Bike-Akku dann eben laden möchte, dann kann ich das halt eben in diese Steckdose reinstecken und dann wird der E-Bike-Akku vielleicht jetzt in dem Moment nicht sofort geladen, sondern vielleicht dann erst am nächsten Tag, wenn ich den Überschuss habe. Also sowas lässt sich dann auch umsetzen. Ja, also es muss dann nicht mit so einer kleinen Steckdose, die home-netzwerkfähig ist, sein. Das kann, lässt sich dann auch vor Ort entsprechend dann auch verdrahten. Genau, das ist ein Beispiel. Dann gibt es ein zweites Beispiel, was sehr häufig vorkommt. Das ist ein Beispiel eben mit einer Wärmepumpe. Das muss jetzt nicht die Weiland-Wärmepumpe sein, weil wir hier nämlich über die Ansteuerung einer SG-Ready-Schnittstelle gehen und dann muss das nicht Weiland sein, das haben auch andere Wärmepumpen. Manchmal heißt das vielleicht bei den Wärmepumpen auch nicht SG-Ready, sondern dann heißt das irgendwie PV-Kontakt, ja, hat aber dieselbe Funktionalität. Das ist einfach, dass auf der Wärmepumpe ein kleiner ja, Kontakt auf der Steuerplatine ist. Und dieser Kontakt ist dafür da, wenn der entsprechende Kontakt halt eben gesteuert wird. Das heißt also, wenn der Kontakt dann über den Home-Schaltkontakt von uns angesteuert wird, dann geht die Wärmepumpe in den sogenannten PV-Modus. Das bedeutet also, sobald die in diesen PV-Modus geht, wird quasi die Solltemperatur angehoben. Ja, also die Solltemperatur des Pufferspeichers, dann wird also sozusagen der Wärmepumpe vorgegeben, hey, jetzt macht das Wasser im Pufferspeicher nochmal um 10 Grad wärmer, ja, und dann wird die sofort losgehen. Und das ist ja dann auch gut, dann wird die natürlich mehr Strom ziehen und das soll ja auch genauso funktionieren, weil ich ja gerade in dem Moment dann halt eben Überschuss habe. Also so kann man halt eben Wärmepumpen in ein System integrieren oder mit einer PV-Anlage auch kombinieren, damit die halt intelligent angesteuert werden kann. Wird dann nachher konkret hier so aussehen, auch mit einem kleinen Verschaltungsplan, also ein kleiner Schaltplan, den wir auf der rechten Seite auch noch mit reingebracht haben. Also dieser Home-Schaltkontakt braucht eine kleine Versorgungsspannung, L1 und N, also 230 Volt. Und dann hat man hier diesen kleinen Schaltkontakt, den ich dann halt im Gerät hier habe, den verdrahte ich mit der SG-Ready-Schnittstelle von der Wärmepumpe und dann bin ich in der Lage, halt eben die Wärmepumpe ja intelligent zu betreiben. Wie gesagt, also die Solltemperatur wird dann angehoben in dem Moment und dann wird das Wasser einfach heißer gemacht im Pufferspeicher. Und das ist ein ganz üblicher Anwendungsfall. Und um es da auch wirklich einfach und ganz konkret zu machen, habe ich auch hier nochmal die Produkte hinterlegt für unseren Home-Hub-Wechselrichter, der ja sicherlich jetzt das aktuellste Produkt auch ist und das meiste, jetzt den meisten Einsatz auch findet aktuell. Dann habt ihr jetzt hier die passenden Partnummern, die ihr dann haben müsst für das Thema Ansteuerung einer Wärmepumpe. Was auch ganz häufig gemacht wird, das ist der Anwendungsfall mit einem Elektroheizstab. Und da sieht es auch sehr einfach aus. Es gibt dazu einen sogenannten Warmwassercontroller von uns. Und der Vorteil dieses Warmwassercontrollers von uns ist einfach, dass ich jetzt in der Lage bin, den Heizstab stufenlos anzusteuern. So, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich einen Überschuss habe von, ich sage mal, 600 Watt mit meiner PV-Anlage, dann bin ich in der Lage, das ist ein 3 kW Heizstab, dann nur 600 Watt, also 20% wären das dann, 20% des Heizstabs einfach nur
zu nutzen. Das heißt, der Heizstab würde dann eine Leistung abgeben von eben um die 600 Watt. Und dann bin ich in der Lage, halt eben ganz zielgenau wirklich nur den Überschuss in meinen Pufferspeicher reinzubringen oder Warmwasserspeicher, je nachdem, was der Kunde vor Ort hat, den ich halt eben nur habe. Und dann ist das wirklich sehr, sehr punktgenau. Also ich habe jetzt ich gehe jetzt sozusagen nicht über diese 600 Watt hinaus, weil ich dem Heizstab einmal komplett 3 kW gebe. Dann wäre das ja so eine Ein-Ausschaltung, ne? 0%, 100%. Das ist mit dem Warmwassercontroller wirklich sehr einfach machbar, dass ich da wirklich stufenlos in 1% Schritten auch gehen kann, ne? Ich kann sagen 10%, 20%, 25, 80, 100, je nachdem, ne? Und das System macht das auch dann auch komplett automatisch, ne? Also wenn ich dem Heizstab-Controller, dem Warmwassercontroller so programmiere, dass wirklich immer 100% Überschuss nur genutzt werden soll, nicht mehr, dann würde der das entsprechend halt eben so in den Heizstab bringen. So, es muss ein 3 kW Heizstab sein, maximal eben einphasig, also max 3 kW und einphasig ist der dann eigentlich in der Regel sowieso. Und es muss so ein kleines mechanisches Thermostat sein, wobei ich davon ausgehe, dass jeder, ich sage jetzt mal solide Heizstab, Hersteller da immer auch so ein mechanisches Thermostat auch noch drin hat, der dann halt bei, ich weiß nicht, 85 oder 90 Grad oder wo das ist, dann eben automatisch auch abschaltet, damit es halt einfach nicht zu heiß wird, das Wasser. So, also das bekommt ihr natürlich dann in dem Fall nicht von uns, diesen Heizstab, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kranich da einfach so ein Komplettpaket auch hat, ne, bestehend aus Warmwassercontroller und den Heizstab. Oder ihr baut es halt eben selber zusammen. Vielleicht habt ihr auch einen eigenen Anbieter von einem Heizstab, dann könnt ihr das natürlich auch nehmen. So, auch hier wieder, es gibt den Warmwassercontroller, den ihr hier nutzen könnt. Und habt dann einfach hier auch wieder den Energiezähler, den ihr dabei habt, Home-Netzwerk nochmal mit integriert und damit seid ihr dann hier ready und könnt natürlich auch dann eben entsprechend einen Heizstab nutzen. So. Genau, und was so logischerweise jetzt hier erstmal nicht aufgeführt wurde, aber was natürlich auch noch geht, das ist natürlich die Ansteuerung auch von zum Beispiel Elektromobilität, ne, oben halt eben Smart Energy nochmal mit einzubringen. Auch sowas wäre dann möglich über eine Ladestation, die wir haben. Oder halt eben über den zukünftigen One Controller, den ich eingangs auch erwähnt habe, um halt einfach Drittanbieter-Ladestationen auch nochmal mit einzubinden. Also ihr seht, dieses ganze Thema Smart Energy, das wächst einfach mit der Zeit und es lässt sich auch gar nicht so klar abgrenzen. Also da gibt es sicherlich verschiedene Anwendungen, die es da gibt. Genau, und damit bin ich so gesehen erstmal mit meinen Part am Ende und habe da die Folien soweit alle durch. Wir haben uns heute aber für euch noch was überlegt und zwar zum Ende hin einfach, klar, die Fragen, die jetzt aufgekommen sind, die beantworten wir natürlich. Aber ich würde vorschlagen, Katharina, du bist bestimmt da. Wir haben ja eine kleine Kurzumfrage eingestellt. Genau, in Summe sind es 3 Kurzumfragen und vielleicht kurz vorweg, das sind kleine Kurzumfragen, die wir hier einfach in dem GoToWebinar-Tool mit eingebaut haben, um nochmal das Wissen, was wir jetzt transportiert haben, dass wir das einfach nochmal kurz aufarbeiten, gar nicht so in der Form, dass wir das jetzt gezielt abfragen wollen und da jeder Einzelne jetzt sozusagen da eine Antwort gibt, ja, und wenn es eine falsche Antwort gibt, dass das dann irgendwie, das ist auch anonymisiert, ja, also es soll einfach nur so ein bisschen zur Interaktion beitragen, und ob ich das dann vielleicht auch richtig rübergebracht habe. Es kann auch sein, dass ich mich da manchmal falsch ausgedrückt habe. Deswegen das kurz zur Einordnung. Genau. Dann würde ich vorschlagen, Katharina, magst du die Umfragen mal einstellen? Perfekt. Genau. Super. Jetzt müsste man die erste Frage sehen. Genau. Ich sehe sie auch in meiner kleinen Teilnehmeransicht. Vielleicht kann ich sie auch ganz kurz einfach mal vorlesen. Ich muss ein bisschen genauer hinschauen, weil das Bild sehr klein ist hier bei mir. Aber die erste Frage, die an euch geht, ist einfach mal, und da bitte ich wirklich jeden von euch, eine Antwort abzugeben. Nochmal, das ist eine anonymisierte Umfrage. Also wenn da was falsch ist oder ihr was falsch angebt, dann ist das gar kein Problem. Dafür ist das ja heute auch da, dass wir einfach das Maximale hier rausnehmen. Also Frage 1 ist Einsteuerung einer Wärmepumpe, eben mit einem SG-Ready-Kontakt. Für ein SolarEdge Home Hub Wechselrichter, in dem Fall RWB 48, ja, das ist ja der Home Hub Wechselrichter. Welches Produkt ist hier notwendig? Also was braucht ihr hier, um eben die Wärmepumpe anzusteuern? Entweder den SolarEdge Home Schaltkontakt oder den SolarEdge Warmwassercontroller oder das funktioniert gar nicht.
Ja, eins von diesen drei Möglichkeiten, von diesen drei Antwortmöglichkeiten, die habt ihr jetzt. Einmal kurz bitte abstimmen. Und Katharina schließt dann wahrscheinlich in wenigen Sekunden. Müsstest dann auch immer so eine kleine Prozentzahl, glaube ich, auch sehen, ne, wie viele jetzt schon abgestimmt haben. Genau, ich sehe das sogar live. Also es haben jetzt 81% abgestimmt, aller Teilnehmenden. Und wir haben eine ganz klare Tendenz, und zwar zu SolarEdge Home Schaltkontakt mit 85%. Und 15% haben SolarEdge Warmwassercontroller ausgewählt. Ah, okay. Vielleicht kannst du, jetzt weiß ich gar nicht, kannst du das auch zeigen, die Ergebnisse? Geht das? Also du hast jetzt vorgelesen. Das geht, glaube ich, nicht. Also ich kann es nur ablesen. Ah, okay. Ja, dann machen wir das halt so. Also perfekt, aber das ist natürlich die richtige Antwort. Also die meisten haben da die richtige Antwort gegeben, also eben den Home-Schaltkontakt, logisch. Der Warmwassercontroller ist eben die Ansteuerung eines Heizstabs. Ja, und das muss man nochmal unterscheiden, dass man da einfach das Richtige natürlich nimmt. Ne? Und genau. Perfekt. Super, dann mach doch mal die zweite Frage. Perfekt, ja. Dann würde ich die auch nochmal ganz kurz vorlesen. Ist jetzt ein bisschen komplizierter möglicherweise, aber das kriegen wir auch hin. Und zwar, Kunde besitzt einen StoreEdge Dreiphasenwechselrichter, ne? Den RWS-Wechselrichter, also wenn man so will, den Vorgänger von dem HomeUp-Wechselrichter. Und jetzt, das ist wichtig, als Setup-Gerät, ja, mit dem Kürzel BN. Und da ist jetzt natürlich die Frage, welche Schnittstelle ist jetzt bei genau dem Gerät eben die richtige? Die erste Antwortmöglichkeit ist, für diesen Wechselrichter gibt es keine Schnittstelle. Die zweite Möglichkeit wäre eben die Bezeichnung ENET HBCL-01. Das ist jetzt nicht so entscheidend für Setup-fähige Wechselrichter. Oder halt eben der dritte Punkt ENET HBNP-01 für Home-Netzwerk-fähige Wechselrichter. So, wenn man das ganz genau liest, dann kriegt man das sicherlich auch schnell gelöst, aber muss man sich ein bisschen konzentrieren. Bin ich mal auf die Antworten gespannt. Genau, es wird noch fleißig abgestimmt, aber es geht ein bisschen langsamer voran. Das war jetzt auch sehr, sehr schön, das live zu beobachten, wie sich da die Prozentzahlen verändern. Es war erst 50-50 und jetzt, ja. jetzt bildet sich eine sehr, sehr starke Tendenz ab. Aber ich warte noch mal kurz. Mhm. Also wie gesagt, ich muss dazu sagen, das ist auch die, wenn man so will, schwierigste Frage, ja, weil man da natürlich ganz genau lesen muss und das sich ganz genau anschauen muss. Und es wäre natürlich einfacher, man hat jetzt schon den Foliensatz, ich meine, ihr könnt den auch runterladen, dann kriegt ihr das bestimmt relativ schnell auch raus. Aber hey, wir möchten es natürlich jetzt auch nicht zu kompliziert hier machen. Genau, jetzt haben auch wieder 81% gewählt. Ich vermute mal, das sind genau dieselben Personen, die vorherige Frage abgestimmt haben. Wir haben jetzt auch 2 Minuten Zeit gegeben. Genau, und zwar steht es 68% zu 32%. Und mit 68% liegt die zweite Antwortmöglichkeit vorne. Ja, perfekt. Perfekt, und das ist auch die richtige. Und klar, das steht eigentlich schon in der Antwort selber drin, nämlich für Setup-fähige Wechselrichter. Das ist also keine Fangfrage oder auch eine Antwort, die da irgendwie in die Irre führen soll, sondern tatsächlich, es braucht halt einfach für die Setup-fähigen Wechselrichter die passende Schnittstelle. Und es gibt halt einfach nochmal eine andere für die sogenannten Home-Netzwerk-fähigen Wechselrichter. Und das wäre halt eben die dritte Möglichkeit. Also die erste ist sozusagen Quatsch. Ne? Natürlich gibt es eine passende Schnittstelle. In dem Fall wäre es eben die zweite Antwort. Genau. Und dann mach doch bitte mal die dritte Frage und dann können wir danach auch schon in das Q&A gehen. Genau. Die dritte Frage lautet, welche Schnittstelle benötigt eine Wärmepumpe, wenn ich diese über einen SolarEdge Home Schaltkontakt ansteuern möchte? Also ist das die sogenannte Zigbee-Schnittstelle, die ich jetzt hier brauche an der Wärmepumpe?
Ja, das ist wichtig. Es geht jetzt um die Frage an die Schnittstelle der Wärmepumpe. Brauche ich eine SG-Ready-Schnittstelle an der Wärmepumpe oder es ist keine Schnittstelle in dem Fall notwendig? Das geht also auch ohne eine Schnittstelle. Also Zigbee-Schnittstelle, SG-Ready-Schnittstelle oder keine Schnittstelle. Das ist jetzt auch wieder sehr, sehr spannend. Das überlegen noch einige, aber diesmal bildet es sich sehr eindeutig ab. Ich warte mal noch kurz, ob wir wieder die 81% voll kriegen an allen, die teilgenommen haben und jetzt auch wieder abstimmen. Wir sind gerade bei 68%, die abgestimmt haben. Super. 71%, ja, komm. Die letzten, jetzt haben 81% alle ausgewählt und zwar sehr, sehr knapp und sehr eindeutig. Es haben 96% die SG-Ready-Schnittstelle ausgewählt und 4% haben ausgewählt, es ist keine Schnittstelle notwendig. Okay, super. Dann, wie gesagt, für die 4%. Tatsächlich gibt es noch eine Schnittstelle. Das ist genau die richtige Antwort, die SG-Ready-Schnittstelle. Die ist notwendig an der Wärmepumpe, um halt eben mit dem Home-Schaltkontakt das zu kombinieren. Und es freut mich. Hey, erstmal vielen Dank, dass ihr da so mitgemacht habt. Ich hoffe, die Fragen waren jetzt nicht zu kompliziert auch gestellt. Ich kenne das selber. Ja, wenn man manchmal so Fragen dann oder so, solche interaktiven, ne, Settings hat und dann muss man Fragen beantworten und dann werden da seltsame Fragen gestellt, ne, wo die Antworten vielleicht nicht eindeutig sind. Also ich habe versucht, mir Mühe zu geben. Genau, also ich würde vorschlagen, du kannst die Frage, glaube ich, schließen. Ich glaube, die sehe ich jetzt noch, die letzte Frage, und dann könnten wir in die Q&A-Session gehen und dann kannst du mir vielleicht helfen, weil ich sehe tatsächlich den Fragenbereich jetzt gar nicht, was es da für Fragen gegeben hat. Vielleicht gibt es auch keine, aber... Genau, also wir haben derzeit zwei Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Allerdings möchte ich gerne nochmal alle ermutigen, falls es Fragen gibt, jetzt haben wir noch einiges an Zeit, sehr, sehr gerne einfach das Fragenfenster nutzen, um eben eine Frage zu stellen. Genau, die Umfragen hier, Patrick, Info für dich, kann ich jetzt gerade irgendwie nicht, den Bildschirm kann ich jetzt nicht ändern, aber ich habe die Fragen geschlossen, also es kann niemand mehr abstimmen. Genau. Okay. So, dann würde ich sagen, schaue ich mal hier in das Fragenfenster rein. Wann kommen die neuen Produkte, wie zum Beispiel die Steckdose oder der Schaltkontakt? Okay, also der Schaltkontakt, das wäre ja dann eben das Produkt für die Wärmepumpe, SG-Ready-Schnittstelle, müsste verfügbar sein. Also es kann durchaus sein, dass es immer mal, ne, vielleicht gerade noch das gewisser Bestand bei euch im Webshop, habe jetzt vorher nicht reingeschaut, dass der jetzt vielleicht leer gelaufen ist, dass ihr da auf neue Ware wartet. Das kann durchaus sein, aber als Produkt selbst ist es schon erhältlich. Bei der Steckdose eben nicht. Ne, das habe ich jetzt zwischendurch mal erwähnt. Da liegt es leider einfach gerade daran, dass wir da gewisse Prioritäten verschoben haben und das Produkt jetzt erstmal nochmal, ich glaube, im nächsten Jahr liegt, also 2025, was aber auch nicht so schlimm ist, weil es gibt halt einfach diesen Schalter, diesen Home-Schalter, und damit lassen sich auch viele Sachen auch, ich sage jetzt mal, auf kleinem Umweg auch lösen. Also das ist jetzt nicht so wild. Genau, dann muss ich kurz durchsteigen bei der nächsten Frage. Ich weiß jetzt nicht, auf was das bezogen war. Wie funktioniert es mit einer zusätzlichen Antenne? Habe einen Smart Meter mit Funk. Dieser hat allerdings ein zu schwaches Signal und den dreiphasigen Backup. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, auf was das bezogen war. Okay. Wenn noch im Chat, dann gerne auch noch mal ein bisschen konkreter formulieren. Aber ich lese jetzt oder höre jetzt daraus, es geht um den Home-Up-Wechselrichter, es geht um den Energiezähler von uns. Also Smart Meter heißt für mich dann, denke ich, so Energiezähler. Und
Genau, also es lässt sich Folgendes umsetzen. Und zwar, ich hatte das auf einer Folie mal gezeigt, dass ich diesen Smart Meter, diesen Inline-Meter, da gibt es so ein kleines Kläppchen, was ich aufmachen kann, und da kann ich so eine kleine, da habe ich so einen Antennenanschluss. So. Und genau dieser Antennenanschluss und diese Antenne, die lässt sich auch bei euch im Webshop als quasi Einzelprodukt auch kaufen, dass ich dann sozusagen die Antenne dann ausführe aus dem Zählerschrank, dann habe ich mein Signal quasi aus dem Faradayschen Käfig, das ist ja so ein Zählerschrank, rausgeführt, und dann sollte die Verbindung auch deutlich stabiler sein und auch über längere Distanzen hinweg sein. Wir haben übrigens, ich habe das jetzt nicht so ganz ausgeführt, fällt mir jetzt gerade ein, wir haben übrigens extra auch bei diesem Home-Netzwerk, bei diesem Signal oder bei diesem Drahtlos-Netzwerk darauf geachtet, dass wir wirklich geschaut haben, dass wir hohe Distanzen haben, was die Signalübertragung angeht. Ich weiß nicht, hier gibt es vielleicht so ein paar Funktechniker auch unter uns, wenn ihr das, müsst ihr einfach als Beispiel, wenn ihr zu Hause eine Fritzbox habt oder irgendeinen anderen Router, dann und ihr habt jetzt mit dem Handy beispielsweise, ne, über das WLAN seid ihr jetzt mit dem Handy verbunden, dann ist das über das sogenannte 2,4 Gigahertz Netz. Also das ist sozusagen diese Bandbreite, 2,4 Gigahertz. So. Und je niedriger die Bandbreite, oder nicht Bandbreite, je niedriger eben dieses Frequenzband ist, desto höher sind die Reichweiten und desto weniger Signale kann ich übertragen, also desto weniger Daten kann ich übertragen. So. Und andersrum genauso. Ne? Also wenn ich viele Daten übertragen will, muss meine Frequenz höher sein. Dafür habe ich aber nicht so hohe Reichweiten. So. Und wir haben genau das erste Beispiel genommen. Das heißt also, wir haben ein Frequenzband von, ich glaube, 800 irgendwas Megahertz, also ungefähr ein Drittel, und sind dadurch in der Lage, einfach deutlich höhere Reichweiten zu bekommen mit unserem Signal. So. Was heißt das jetzt konkret? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ja, wenn ich zum Beispiel zu Hause beim Kunden bin und ich habe mein Handy und ich weiß, beispielsweise, ich will jetzt so ein Smart Energy Produkt irgendwo im Wohnzimmer haben und unten ist der Wechselrichter und ich zücke jetzt mein Handy raus und kann sagen, hey, wenn hier WLAN schon zumindest, ich sage jetzt mal, einen Balken hat, ja, dann ist das mit SolarEdge gar kein Problem, weil bei SolarEdge habe ich halt einfach ein niedrigeres Frequenzband, muss da nicht so hohe Datenpakete auch übertragen und bin damit dann auch sehr stabil. So, das ist jetzt ein bisschen länger erklärt, aber eigentlich wollte ich damit nur wiedergeben, wir haben also wirklich darauf geachtet, dass da die Reichweiten hoch sind. Sehr gut, danke schön. Dann habe ich hier noch eine nächste Frage. Wird es eine dynamische Steuerung von Wärmepumpen geben, ähnlich wie beim Heizstab? Ja, mit dem One-Controller, dem SolarEdge One-Controller. Gerne mal auf unserer Webseite informieren, das kleine Kästchen. Damit wird es möglich sein, wenn das Gerät dann hoffentlich, das dauert nicht mehr lange, also wirklich noch vielleicht ein paar Monate, vielleicht nur ein paar Wochen, dass das Gerät dann wirklich auch über den Handel bei euch dann auch bestellbar und beziehbar ist, dass ihr im ersten Schritt zum Beispiel eine Weiland-Wärmepumpe über den EE-Bus, also das ist ja dieses Protokoll EE-Bus, dann in unser System reinbekommt und dann könnt ihr mit der MySolarEdge-App oder der Endkunde dann, mit der MySolarEdge-App ist der dann in der Lage, die Wärmepumpe dann auch zu sehen, das heißt also zu sehen, wie warm ist das Wasser in der Wärmepumpe. Und dann würde dann auch Folgendes passieren, dann wäre die Wärmepumpe auch in der Lage, dann wirklich auch sozusagen modular zu fahren, so heißt das dann, ne? Modular, also je nachdem, wie viel dann halt ein Überschuss da ist, dann in den Pufferspeicher reinzubringen. Damit geht's. Hier kam noch eine Frage rein bezüglich dem Temperaturfühler und dass es doch schön wäre, wenn damit auch eine Maximaltemperatur geregelt werden könnte. Gibt es da irgendwie Ansätze in die Richtung? Da ist einer auf jeden Fall schon ein Profi, weil der kennt das dann bei uns. Ja, das ist tatsächlich, also der Warmwassercontroller und der optionale Temperatursensor, das ist nur eine reine Darstellung aktuell. Es ist aber auch nicht geplant, den irgendwie, ich sag jetzt mal, in die Regelung des Heizstabs mit einzubringen, sondern es ist tatsächlich nur eine Darstellungssache, wenn der Kunde einfach in seiner App sehen möchte, wie heiß jetzt das Wasser ist. Also keine kein Regelungsalgorithmus dahinter oder so. Ja. Und ist auch nicht geplant. Super, danke schön. Ich glaube, dann haben wir alles ziemlich gut abgedeckt. Also falls jetzt noch mal eine Frage reinkommt, jetzt ist noch kurz Zeit. Ich möchte auch gerne noch mal dran erinnern, die Präsentation, also die PDF, gerne runterzuladen unter der Rubrik Unterlagen. Vielleicht hat das noch nicht jeder mitbekommen.
Die findet man einfach rechts, wenn man das Bedienpanel öffnet, nicht weit entfernt von dem Fragenfenster. Einfach da die PDF runterladen. Wir senden sie im Nachgang nicht zu. Genau. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Also ich denke mal, wir haben jetzt einiges an Wissensdurst befriedigt und gestillt. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, danke Patrick, es war mir ein Fest. Es ist immer sehr, sehr angenehm mit dir. Danke, danke. Hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Danke für die Organisation und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.